Ja. Crash. PC-Crash. Muss alles wieder starten. Stream Deck Software. Stream Labels. Browser. Jetzt wieder herstellen. Firefox. Wo haben wir den Firefox da? Wieder herstellen. Haben wir noch Borderless Gaming? Gut, will kein Update machen. Wozu, dass du das startest? Hm. So. Und falls du vor dem für das Endlager und so geschrieben hast, das konnte ich nicht lesen, bin gerade gecrasht. Aber das, was mit dem Endlager, das habe ich gelesen. Dass du ganz zum Grund der Welt gehen willst. Gerade einen Bluescreen gehabt, ungültiges Passwort, was? So, das läuft, das läuft, das läuft. Mixer hat das noch nicht mitgekriegt, dass ich wieder live bin. So, jetzt aber. Okay. Und wenn wir wie so eine, wenn wir wie so eine, so ein Becken machen aus Stein, weißt du, wo wir das denn reintun? Und wenn wir mehr Schlacke haben, dann setzen wir auf das Becken oben noch eine Schicht oben rauf, weißt du, wie so ein Schwimmbadbecken aus Stein. Und wenn wir wieder mehr Schlacke haben, dann machen wir wieder eine Schicht oben rauf. Also einmal ringsrum im Viereck. Weißt, dass das nach oben hin größer wird. Oder darf das auch nicht mit der Luft in Verbindung geraten. Okay. Hm. Ja, mach, was du für richtig hältst denn. Ich kenne mich da nicht aus. Nur noch 10 Truthähne. Also Truthähne dürfen wir gar nicht so viele jagen. Weil sonst hätte ich gedacht, dass man das wie so ein Dings macht halt, ne? Wie so ein Schwimmbecken. Und das vielleicht hilft. Oh, hier ist Holz auch schon wieder alle. Ich hab da so viel Holz gefarmt.
Okay. Die könnte jetzt sagen, ich kann ja gar nicht sterben. So. Kann ich meinen Bodenprüfer ausprobieren? Okay. Jetzt bin ich zu hungrig zum Arbeiten. Verdammt. Und ich sehe auch, wie die warum die jetzt schlecht wachsen und so, ne? Naja, Bodenbeschaffenheit, aber so. Er sagt mir ja schon, die Pflanze ist tot, okay. Er sagt mir auch, dass die extra Space braucht. Und dass ich Agave hier gar nicht züchten kann. Nee, ich meine hier, du kriegst ja Nizza Lots of Extra Space, also die Agave braucht mehr Platz. Da dürfte ich denn ringsrum nicht pflanzen. Heidelbeere, Lots of Extra Space. Genau dasselbe. Mal jede zweite raus.
So, jetzt müsstest du aber sagen, ist okay, oder? Boah, noch mehr. Bohnen brauchen auch Platz. Verdammt. Kann ich die Hälfte hier wieder ausbuddeln von den wertvollen Sachen, die ich hier gepflanzt habe. Damit die anderen sich wenigstens entwickeln. Ne, das Biom, das sieht eigentlich gut aus hier zumindest. Moisture, also die Feuchtigkeit ist 13%. Biom Minimum, das ist ja auch doof. Ach man ey. Pflanze ist tot. Na toll. Kann ich die auch ausgraben? Wie so und so tot ist. Dann müsste doch ein Platz reichen, wenn wir hier einen Platz dazwischen freilassen. Und dann jeden zweiten. Das sind ja jetzt keine Bäume oder sowas, ne? Also das sollte denn auch an Platz reichen, denke ich mal. Er ist tot, okay. Kommt der noch raus? Kommt der noch raus? Kommt der noch raus? Ja, schade. Hey, wake up. Amia, willkommen. Thanks for the follow.
Ja, ich mache auch nicht mehr lange. Bisschen schippe ich noch und dann ist wieder Feierabend für heute. Demolition Demon, willkommen. Nein. Oh ne, ne? Jetzt ist meine Schubkarre auch voll. Verdammt. Was die jetzt stehen. Ein Brennofen. Nee, Rennofen. Da steht Rennofen. Und wie ist das Lager hier? Ganz schön voll. Der Mining-Fahrstuhl. Nur noch ein Slot frei.
So, einmal Schippe hier und nochmal Schippe da. Und haben wir zu. Wir machen noch eine Runde. Na ja. Guess the number. Frisst das Vieh einfach in unserem Garten. Oh, Drecksvieh. Gibt einmal Rehbraten. Congrats. Ach, meine Schaufel ist schon ja kaputt. Gibt doch bestimmt eine Eisenschaufel bei Gelegenheit, ne? Ja, da müssen wir denn erst runterbutteln, ja. Und in der Kiste oder ins Lager können wir das nicht tun, ne? Diese Schlacke. Ich würde sagen, wir packen das einfach ins Lager.
Dumm, die dumm, die dumm. So. Hier können wir eine Rampe ranbauen oder so. Hey, ist da schon wieder ein Reh? Haust du ab? Hau bloß ab. Frisst hier in unserem Garten. So, die Fuhre bringe ich noch weg. So. Das kommt da rein. Das kommt auch da rein. Und die Erde kommt auch da rein. Oh, wie was? Komm mal zu mir. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach da. Da produziert er das erste Eisen. Dann nimm mal das erste Eisen und mach damit diese Spitzhacke hier, die Eisenspitzhacke, damit du dann schneller vorankommst und so. Die macht ja dann doch schon mehr Schaden, dann brauchst du bloß zweimal oder dreimal zuschlagen. Würde ich sagen. Du musst ja noch einen Haufen Sachen ausheben. Wo sehe ich die Schlacke? Ist das gelbe hier die Schlacke oder was? Oder wo sehe ich das?
Neben dem, wo du die Bahn bestellst. Ich sehe hier keine Schlacke. Echt, wo steht? Ach da, Schlacke. Hier, Schlacke für eine Eisenbahn. Okay. Und wenn wir das in Lager tun, ist das vielleicht, oder liegt das dann auch praktisch auf der Erde, wenn das Lager auf der Erde liegt? Das ist ja witzig, ich könnte hier auch mit Pfeile heizen. Okay. Ach da, lagert er da rein. Okay. Okay. Verstehe, verstehe. Aber wie gesagt, nimm mal deine ersten Eisendinger, um deine Spitzhacke zu reparieren, da du eine Metallspitzhacke hast wieder. Du kommst ja schneller voran mit dem Minern hier, ne? Das ist denn wichtig, dass du ein vernünftiges Werkzeug hast. Denke ich mal. Dies, dein Charakter ist schon müde, die geht. Viel zu lange unterwegs schon. Ja, meins ist nicht ganz so wichtig. Ich kann auch notfalls mit den Holzdingern noch und Steindingern noch hacken. Du hast ja hier deutlich mehr zu tun mit den ganzen Aushöhlungen und so. Da brauchst du ordentliches Werkzeug, sonst hackst dich ja tot. Ich werde noch was essen und dann werde ich Feierabend machen. Mal gucken, was können wir denn noch Schönes essen. Jetzt haben wir schon wieder so viel Protein. Irgendwas mit Fett. Ohne Protein.
Oder wenig Protein, ja. Also eine gegrillte Agave macht Sinn. Ja, nur kein Stress. Du musst jetzt auch nicht bis 6 Uhr morgens immer machen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gut. Ich lock den aus. Bis morgen, Tanja. Im Chat. Thanks for watching. Danke fürs Zuschauen. Thanks for the donations and follows. I'll be here tomorrow. Bye bye. Arrivederci. Ciao. Auf Wiedersehen.